Hallo und willkommen zurück zu Broken Sword. Ja, wir sind hier im Zug, anscheinend mit dem Mörder von wem? Lobino? Unserem Gauner hier, der aussieht wie ein Wiesel. Und meiner Meinung nach auch Khan. Ich gehe mal zurück. Oh oh. Nico ist verschwunden. Nico und die alte Dame nicht allein lassen sollen. Plötzlich hat das Schwert von Baphomet an Bedeutung verloren. Es ist mir viel wichtiger, das Mädchen zu finden, das ich liebe. Ach, wie süß. Ach, guck mal. Ich muss aber gerade mal kurz... Was? Nee. Man kann die Musik gerade leider nicht leiser drehen. Tut mir leid. Zurück. Gut. Muss ich in der Bearbeitung machen. Es ist nämlich doch ein bisschen laut hier. Okay. Also hier drin waren keine Hinweise. Oder? Nein, hier ist nichts. Ich wusste es doch. Ich wusste es einfach. Mann, das wird ja noch richtig spannend hier. Hey, Kumpel. Hör mal, ich brauche deine Hilfe. Was ist denn los? Da ist ein Typ im Zug, der mich umbringen will. Ganz ruhig, Mann. Der versucht schon nichts, solange du bei mir und Becher bist. Wir sind Veteranen und waren im Brightlingsee dabei. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass die britische Armee in einem Konflikt an einem Ort namens Brightlingsee beteiligt war. Vertrau mir, Macker. Du bist in Sicherheit. Habt ihr gesehen, was mit der jungen Frau im Nachbarabteil passiert ist? Nein, Kumpel, kein Stück. Ist sie dir irgendwie verloren gegangen? Kann man so sagen. Die alte Dame auch. Ich glaube, sie sind in Schwierigkeiten. Was ist, Mann? Eine alte Dame auch? Jo, ihr müsst mir helfen. Vielleicht sind sie nur auf Klo oder so. Das glaube ich nicht. Die gehen nie alleine. Immer zu zweit, weißt du? Nein, sie ist entführt worden, da bin ich ganz sicher. Ich muss sie suchen gehen. Worauf wartest du dann, Kumpel? Der Schaffner, er ist nicht das, was er vorgibt. Willst du ihm aus dem Weg gehen? Schätze schon, ja. Überhaupt kein Problem. Möchtest du eine rote Nase? Nee, danke, Jungchen. Hab ich schon. Weißt du, was das ist? Nö. Was sind das, Mann? Das ist ein Handbasser. Ha! Damit legst du mich aber nicht rein. Wenn ich dich reinlegen wollte, hätte ich ihn dir ja wohl nicht gezeigt, oder? Naja, also, wer weiß. Vielleicht bist du so ein ganz Schlauer. Versuchst einen Doppelbluff oder sowas. Ah, okay. Okay, das Bis war's später. Mit dem. Ich will ihn nicht, um ehrlich zu sein. Okay. Alles, was ich von dem Gesicht des Mannes erkennen kann. Mehr haben wir nicht bei. Der Schocker geht hier auch nicht. Mit ihm haben wir fertig gequatscht. Nope. Nein, dann gehen wir mal wieder raus. Hier ist nichts. Dann gehen wir noch mal hier hin, gucken noch mal hier nach. Die Tür ist ab. Jo. Kacke, kacke. Die Tür. Mit diesem Typ will ich... Okay. Können wir hier noch lang? Nein, hier geht's nicht weiter. Das heißt, wir können nur hier rein und hier rein. Ah, hier ist ja auch nichts mehr, ne? Tu es nicht, Junge. Spring nicht. Ich hab nicht vor zu springen. Ich klettere auf das Zugdach. Oh. Witze, oder? Da
dann schau mal gut hin. Jetzt gibt's Action. Krass. Warte, Freundchen, ich helf dir. Ups. Wie seine Haare flattern. Ach Gott, ist das goldig, oder? Das ist ja echt richtig cool. Geil, geil, geil. Dann mal weiter. Was er nicht alles tut für die Nico, oder? Das Mädchen, das er liebt. Ich finde das süß. Okay, und dann hier wieder runter. Gefährlich, gefährlich, mein Guter. Oh oh. Ah, seht ihr? Scheiße. Wurde er jetzt erschossen? Ich habe mir schon immer gewünscht, mal einen Zug anzuhalten. Und das hier ist meine Chance. Okay. Nimm die Feueraxt. Sie haben uns das Leben gerettet. Warum? Wir waren von Anfang an auf derselben Seite, Stobbet. Unterschiedliche Gründe, aber den gleichen Feind. Die Tempelritter? Nennen Sie dieses Pack nicht so. Die echten Templer waren ein nobler Gegner. Diese Barbaren haben kein Anrecht auf den Namen. Diese Männer sind nicht besser als wilde Hunde. Hinter was sind diese Neo-Templer her? Was ist das Schwert von Baphomet? Nicht, was Sie glauben, mein Freund. Ja, es ist schon eine Waffe, aber eine, mit der unsere Feinde ihre liebe Not haben werden. Ein zweischneidiges Schwert. Eine Macht, die älter ist als Demolé, älter als Salomon. Wir werden sie aufhalten, Sie und ich zusammen. Und Nico. Nein, George. Meine Reise endet bald. An der Pforte des Paradiesgartens. Sie sprechen in Rätseln. Können Sie mir nicht einfach sagen, was Sie suchen? Das Schwert symbolisiert eine gewaltige Energie, die durch eine Ausrichtung der natürlichen Kraftfelder der Erde verursacht wird. Und die ihren Brennpunkt in St. Ninians hat. Diese Energie gab den Tempelrittern die Macht, die sie groß gemacht hat. Eine Macht, die sie so charismatisch werden ließ, dass sie den Willen aller Menschen um sie herum kontrollieren konnten. Okay. Wie sind sie vom Bull's Head entkommen? Es ist ein weiter Fußmarsch von der Klippe des Bull's Head zum Dorf, Stobbet. Glücklicherweise bin ich erfahren im Überleben in der Wildnis. Okay. Nein. Okay, ich glaube, dann war's das. Stirbt er jetzt? Möge Allah sie führen zu ihren Feinden. Danke. Noch ein letzter Punkt. Was? Was wollen Sie? Er ist tot. Oh nein. Lesen wir erstmal. Hoppla. Okay. Khan meinte, das Schwert von Baphomet besitze ungeheure Kraft, eine enge Energie, die aus der Erde strömt und jedem große Macht verleiht, der sie zu nutzen versteht. Anscheinend war Khan immer auf unserer Seite. Wie seine Sekte im Mittelalter hatte er großen Respekt vor den echten Templern, wusste aber, dass er diese modernen Schwindler stoppen musste. Jetzt ist er tot. Nun müssen wir eingreifen, Nico und ich. Nico und ich, das hört sich irgendwie gut an. Ach ja, gut, da kann man raus, da kann man lang. Ich rede aber, glaube ich, erstmal mit Nico. Hey, keine Bange, ich habe dich schon nicht vergessen. Binde mich gefälligst auf der Stelle los, George Stobbet. Mach ich, sobald ich bereit bin. Das ist unfair, George. Nein. Du hast es ausgenutzt, dass meine Hände gefesselt waren. Als Eklund die Waffe auf mich gerichtet hatte, dachte ich, ich müsste sterben. Da fielen mir all die Dinge ein, die ich in meinem Leben noch tun wollte. Und dich zu küssen stand ganz oben auf der Liste. George? Ja?
George, wir müssen von diesem Zug runter. Eklund kann jederzeit wieder zu sich kommen. Also, worauf warten wir noch? Was machst du? Ich verschwinde. Nicht durch die Türe? Willst du so enden wie Flap? Nicht unbedingt. Was von ihm noch übrig ist, dürfte fast schon wieder in London angekommen sein. Ich hoffe, er hatte eine Rückfahrkarte. Tja, durch das. Früh am nächsten Morgen. Ah, das sieht nach Schottland aus. Ich würde mich wohler fühlen, wenn wir eine Pistole oder sowas hätten. Khan hat mir etwas gegeben. Was? Seine Handtasche. Großartig. Wenn wir ein paar Killern begegnen, können wir ihnen damit ordentlich eins draufgeben. Hatte er keine Waffe? Das ist nur die halbe Wahrheit. Diese Tasche ist voller C4. Oh, Sprengstoff. Wow, warum hast du das nicht gleich gesagt? Oder? Junge, jetzt werden wir es denen aber zeigen. Was zum Henker ist C4? Plastik, Georges. Wir gehen shopping, bis wir sie fertig gemacht haben? Kein Plastikgeld. Plastiksprengstoff. 2 Kilo davon. Allerdings ist die Zündkapsel kaputt. Kein Problem. Wir kaufen uns irgendwo eine Schachtel Streichhölzer. So funktioniert das nicht. Man benötigt eine kleine Explosion, um die große damit auszulösen. Dann ist das nicht sonderlich hilfreich. Was steht auf dem Schild? Offensichtlich wurde während des englischen Bürgerkrieges in der Mitte des 17. Jahrhunderts dieser Ort als Waffenlager benutzt. Ja? Was ist passiert? Schau dir doch den Zustand dieser Höhle an, George, dann kommst du schon drauf. Ein verirrter Funke? Gut erkannt. Der Turm ist das Einzige, was nach der Explosion übrig blieb. Ich hoffe, die Explosion hat nicht das Schwert von Baphomet zerstört. So? Ich hoffe, es ist zerstört. Okay. Ja, wow, ich freue mich gerade wirklich, dass wir jetzt endlich in Schottland sind. Und ja, das ist definitiv Schottland, die Hügel. Na, die Schlösser, die graue Landschaft, obwohl man ja eigentlich sagen muss, beziehungsweise habe ich bisher die Erfahrung gemacht, dass wenn man tatsächlich auf dem Festland ist, das Wetter eigentlich gar nicht so unterschiedlich ist wie das in Deutschland. Also vielleicht ein bisschen kälter, ja. Aber die Sommer können eigentlich, finde ich, auch genauso warm sein, genau wie unsere Sommer in Deutschland auch mal kalt gewesen sind. Mittlerweile haben wir ja das Problem von Temperaturschwankungen. An einem Tag 20, am nächsten Tag 35 Grad, was weiß ich. Ja, auf jeden Fall. Ne? Und sobald man aber auf den Inseln ist, finde ich, habe ich so die Erfahrung gemacht, dass das Wetter da echt meistens schlechter, regnerisch. 4 Seasons a Day. Aber gehen wir mal rein. Genug gequatscht. Das sieht ein bisschen komisch aus. Hier geht's wieder raus. Ich stöbere ein wenig in dem Geröll herum und finde eine alte Tonpfeife mit einem abgebrochenen Mundstück. Unter einem der Steine liegt eine Metallmünze, die vom Alter schon grün angelaufen ist. Verkrustet mit Dreck und Erde liegt da ein kleines Zahnrad auf einer Achse. Meine Aufregung wächst, als ich etwas zwischen meinen Fingern fühle. So viel? Es ist kurz, hart, schwarz. Etwas, das ich hier nicht zu finden erwartet hätte. Es ist eine Füllfederhalterkappe aus Kunststoff. Noch mehr? Ich finde hier nichts. Gut. Hier oben ist auch nichts. Hier haben wir noch was. Das gucke ich mir mal an. Hm, vielleicht doch nicht. Nein. Okay. Ich gucke mich erstmal überall um hier. Der Griff lässt sich leicht drehen. Das große Rad beginnt sich zu bewegen. Ups. Verdammt! Der Griff ist abgebrochen. Toll. Ich versuche, die Platte zu schieben, bin aber nicht sehr erstaunt, als das nicht funktioniert. Nee, ich auch nicht. Über dem geschnitzten Kreuz steht eine nicht zu entziffernde Inschrift. Soweit ich das erkennen konnte, war da wohl was in Gälisch geschrieben. Ei. Ja gut, Ei ist jetzt nicht Gälisch, ne, aber sehr schottisch. Nico? Aha. Was tust du da? Ich merke mir diese Inschrift. Kannst du sie denn lesen? Nö.
Ich finde Gälisch richtig cool. Ich würde das gern können. Ich würde gern so vieles können. Okay, wir haben hier ein paar Sachen. Vielleicht doch nicht. Okay. Vielleicht doch nicht. Okay. Vielleicht doch nicht. Vielleicht doch nicht. Gut. Vielleicht doch nicht. Und du? Vielleicht doch nicht. Und du? Vielleicht doch nicht. Und ihr? Vielleicht doch nicht. Und ihr? Vielleicht doch nicht. Und ihr? Vielleicht. Ja, ist ja gut, sorry. Halt, stopp mal. Was ist hier mit? Ne, gut. So, hier finde ich nichts mehr. Hier habe ich das. Gut, das geht schon mal nicht. Mit der Tonpfeife im Mund sieht er glücklich aus. Häuslich, wie der Großvater von irgendwem. Was tust du da, George? Ich habe mich gefragt, ob im Mund des Dämonen ein geheimer Mechanismus steckt. Vielleicht solltest du etwas mehr Respekt davor haben. Vor einem mythischen mittelalterlichen Dämonen? Nun mach mal halblang. Okay, mach ruhig so weiter. Spiel mit Mächten rum, von denen du nichts verstehst. Zieh dir den Zorn des Dämonen zu und verbrenne in der Hölle. Und frag mich doch mal, wie egal mir das ist. Okay. Ich schiebe den Griff in das Maul des Dämonen. Nein. Manchmal haben die kindischsten Gesten einen Katharsis-Effekt. Die Verkleidung des Dämonen als Clown hatte so eine Wirkung auf mich. Okay, schade. In dieses Loch passt die Tonpfeife nicht hinein. In das andere vielleicht. Ich bin sicher, dass die Ton... Okay, was ist hier mit? Und das? Das ist das falsche Loch für... Okay, dann das hier. Das Rad gleitet leicht in die Augenhöhle. Cool. Nein. Dann halt nicht. Auf gar keinen Fall. Okay. Und hier? Nein. Gut, aber wenn ich jetzt... Okay, ich brauche noch zwei Dinger. Da ist... Okay. Nein. In dieses... Gut. Hier zwischen auch nicht. Die passt da auch nicht. Okay, aber mehr machen kann ich hier auch nicht. Gut, da muss ich auf jeden Fall nochmal hin. Ich gucke hier nochmal gerade. Ohne den Griff war es leicht, das Zahnrad samt Achse zu entfernen. Achso, na gut. Oh, war da noch was? Hä? Ach so, das Ding. Ich war jetzt gerade verwirrt. Ich dachte, das wäre noch das alte. Mit dem Kratzen von Metall auf Stein stecke ich das zweite Auge an seinen Platz. Die Zahnräder greifen ineinander. Da bewegt sich was. Sehr gut. Dann hinterher. Beim Anblick der flackernden Fackeln wird mir klar, dass die falschen Templer das Schwert vor uns gefunden haben. Aber wo sind sie jetzt und warum ist es hier so still? Nein, George! Was? Lass die Fackel dort, wo sie ist. Falls du es nicht bemerkt haben solltest, die Höhle ist voller Schießpulver. Oh. Na und? Vertraust du mir nicht? Das ist keine Frage des Vertrauens. Nein? Du glaubst wohl, ich bin ein Blödmann, oder? Sei nicht dumm, George, und sei leise. Glaube, ich habe etwas gehört. Ja. Sowas wie Gesänge. Das habe ich auch gehört. Gut. Dann gehen wir da mal hin. Hehe. Hör mal, ich kann definitiv sowas wie Gesänge hören. Stimmt, jetzt höre ich es auch. Glaubst du, was tun die da? Es würde mich nicht überraschen, wenn die so eine Art satanisches Sexritual abhielten. Hey, worauf warten wir denn noch? Bitte nicht. Jetzt schau dir das bloß an. Baphomet, Lobineau hatte recht. Dieser Ort war sogar für die Tempelritter schon uralt. Dieser ganze Ort? Das ist Baphomet. Endlich die Wahrheit. Die Templer hatten nie dieses Abbild verehrt, wie sie auch nie einen Regenbogen verehren würden.
aber ebenso wie den Regenbogen betrachteten sie es als ein Sinnbild ihres Bundes mit Gott, der ihnen diesen Ort offenbart hatte. Rousseau, Sie elender, verräterischer... Ganz im Gegenteil. Inspektor Rousseau hat sich als Muster an Gehorsam erwiesen. Eine wichtige Eigenschaft für einen echten Tempelritter. Nun seid still und schaut zu, wenn euch am Leben zu bleiben genehm ist. Brüder und Schwestern, wir sind heute hier versammelt, um Zeuge zu werden, wie das Schwert, das zerbrochen war, neu geschmiedet wird. Hier vor Gottes Wache. Baphomet, Großmeister und Ritter von Baphomet, wir grüßen dich und geloben dir unseren Gehorsam. Ich grüße euch, Torwächter des Tempels. Vor 7 Jahrhunderten ging unsere stärkste Waffe verloren, das Schwert von Baphomet. Nun bereiten wir uns darauf vor, es neu zu schmieden, um es erneut singen zu lassen, wider unsere Feinde. Wir werden die Völker in eine neue Ordnung führen, in der alle Grenzen sich auflösen. Alle werden vereint sein unter dem roten Malteserkreuz der Templer. George, mit Respekt haben wir Ihre Anstrengungen verfolgt, uns aufzuhalten. Aber Sie sehen doch jetzt sicher ein, dass Sie von unseren Feinden in die Irre geführt worden sind, oder? Wir wollen beide eine bessere Welt. Zum Glück ist ja noch nichts Schlimmes passiert. Wir können entschlossene, einfallsreiche Männer wie Sie brauchen. Werden Sie einer von uns, George? Treten Sie uns in wahrer Bruderschaft bei. Klar, wahre was? Brüder? So wie Marquet? So wie Pegram und Klausner? Die haben Sie nicht als Brüder betrachtet, sondern als Versager. 3 Männer sind tot, und Ihnen ist das scheißegal. George, Sie wissen doch, dass Opfer nötig sind. Ja, na klar. Jedes große Unterfangen. Einer von Ihnen werden? Fahren Sie zur Hölle. Ach. George, ich hatte so große Pläne mit Ihnen. Schellagerre, Eklund, töten Sie ihn. Nico, George. Oh oh. Was zum, wer kommt denn da jetzt zur Rettung? Hä? Ich schwöre es. Ich wollte nur, dass alles in Ordnung kommt. Oh nein! Was denn jetzt? Schnappt sie euch! Tötet sie! Das heißt... Sie werden uns nicht entkommen! So, so. Na, wenn das nicht der große Detektiv und seine bezaubernde Assistentin sind. Es wird mir ein Vergnügen sein, ein so nettes Pärchen umzubringen. George... Was sollen wir tun? Erstmal die Einträge lesen, auf jeden Fall. Schottland St. Ninians. Der Großmeister, ein rücksichtsloser Größenwahnsinniger, der alles und jeden manipuliert. Ein Mörder, der einen mittelalterlichen Konflikt fortführt, um ein überholtes Verständnis von Ehre aufrechtzuerhalten. Verrückt. Aber es passt alles perfekt zusammen. Das Schwert, eine ungeheure Energie, eine göttliche Macht. Eine Kommunikation mit den Engeln. Kommunikation mit den Engeln, was ist denn los heute? Die Chance, obskure und göttliche Geheimnisse zu erfahren. Eine Macht, die die Templer hatten und verloren. Kein Wunder, dass diese Neo-Templer so hinter dem Schwert her waren, um es neu zu schmieden. Als Edward II. Seine englische Armee nach Bannockburn führte, muss das sein Ziel gewesen sein. Deshalb haben die Templer eingegriffen, um ihn aufzuhalten. Okay, tja, was tun wir? Haben wir noch den Sprengstoff? Eine schwarze Füllfeder. Okay. Der Griff des...
Die Pfeife kann irgendwo... Eine alte... Aber wir hatten doch... Okay. Komm schon, Nico, wir hauen ab. Ihr Narren! Ihr könnt uns nicht entkommen. Guido, halt sie auf! Aber Meister, das Pulver... Das Pulver stammt noch aus dem Bürgerkrieg. Und zwar aus dem Englischen, du Idiot. Es ist über 300 Jahre alt. Was glaubst du, wie explosiv das noch ist? Ich dachte gerade, jetzt sei alles vorbei. Aber Nico hat noch ein Ass im Ärmel. Oder genau gesagt, in ihrer Handtasche. Eine Handtasche voller Plastiksprengstoff. Kann sein, aber dieses Zeug hier ist noch ganz frisch. Oh oh. Wow. Wir blieben nicht lange in Schottland. George musste noch seinen Urlaub zu Ende bringen. Und ich musste noch eine Story schreiben. Natürlich nicht die wahre Geschichte. Aber genug Halbwahrheiten, um eine Seite zu füllen und davon meine Miete für einen Monat zu bezahlen. George und ich hingen zusammen in Paris rum. Ich zeigte ihm meine Lieblingsrestaurants und er erzählte mir seine Lieblingswitze. Weißt du, Nico, mit dieser Stadt verbinde ich jetzt so viele Erinnerungen. Die Cafés, die Musik. Die Kanalisation. Klar. Die Clowns. Die Jongleure. Oh, und dein Kumpel Lobineau. Ja, der teure André. Als wir uns zum ersten Mal getroffen haben und ich meine Nachforschungen angestellt habe, bist du ziemlich oft verschwunden, Nico. Warst du mit Lobineau, Es ist etwas passiert, aber das hatte nichts mit André zu tun. Aha. Es war etwas aus der Vergangenheit, das ich erledigen musste. Alleine. Also habe ich es erledigt. Und jetzt ist es vorbei. Hey, habe ich dir schon mal von dem Rentnerpärchen aus Iowa erzählt, das im Lotto gewinnt? Nein, aber ich habe den Verdacht, das wirst du bald tun. Also, da war dieses Rentnerpärchen. Die waren schon ewig verheiratet. Ja, wow, das war, Baphomets Fluch, ne? Broken Sword, Shadow of the Templars. Ich habe es tatsächlich durchgespielt, Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass die letzten Szenen jetzt so rasant hintereinander kommen, dass es jetzt tatsächlich so schnell geht. Und ich muss sagen, es hat mir zum Ende hin echt nochmal richtig, richtig gut gefallen, am Anfang auch schon. Also ich fand es eigentlich durchgehend echt ein super süßes Spiel, lustige Kommentare, also wirklich wunderbar auch, ne, dass man so viel reisen konnte und es ist echt ein mega, mega, mega gutes Spiel. Ja, zwischendurch war es dann so ein bisschen, hatte ich mehr Bock auf... Also beim Zocken mehr Bock auf ein bisschen mehr Action, à la Monstrum, Miscreated und was auch immer. Deswegen, dass so ein bisschen, ja, schleifen gelassen wurde, was auch immer. Aber ich bin froh, dass ich es jetzt durchgespielt habe. Und es gibt noch 4 weitere Teile, die werden irgendwann definitiv kommen. Nicht in nächster Zeit, aber irgendwann definitiv. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr Spaß hattet an dem Let's Play. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für all die lieben Kommentare. Und ja, das ist mein erstes, etwas größeres Let's Play, was ich hier abschließe. Das erste, was ich begonnen habe auf diesem Kanal. Und ich bin sehr zufrieden damit. Also klar, ne, nicht jetzt was angeht, was meine Qualitäten oder sonst was angeht, sondern über die Tatsache, dass ich das jetzt so gemacht habe, abgeschlossen habe. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Bis dann, tschüss!